So, hallo, ich begrüße euch zu einem vermutlich nochmal recht kurzen SMW-Video. Und zwar hat mir der liebe Nico seinen Original Level Design Contrast Entry geschickt. Und da schauen wir doch natürlich mal rein. Nightly Hopping heißt er. Wer nicht mehr Nico kennt, der war schon vor Jahren, man muss sagen, als er noch recht jung war, hat er schon ja SMW gehackt. Dann ist er wieder so ein bisschen davon abgekommen. Jetzt hackt er wieder SMW. Ich habe auch damals mit ihm einige Let's Play Together gemacht. Donkey Kong Country 3 zum Beispiel. Wobei waren es einige? Mir fällt auf jeden Fall Donkey Kong Country 3 und 2 ein. Haben wir noch mehr gemacht, Nico? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, unter welchem Namen er jetzt den Hack auf SMW Central. Ich glaube, er hat sich mal zu. Also, er hieß früher Mr. Dappleman. Wie heißt er denn jetzt? Wie heißt er denn jetzt? Nja, hat er sich, glaube ich, auch mal genannt. Stimmt, ich habe ja. Ja, natürlich. Ich habe ja. Super Nja World müsste es sein. Habe ich auch ja von ihm gespielt. Es ist alles so lange her. Ich war gerade total begeistert, dass er wieder hackt und er eben auch ein Level gebaut hat. Er hat gesagt, es ist völlig klassisch. Ist ja auch klar, ne? Klassischer Level Design Contest. Es muss ja alles klassisch sein. Jo, wie komme ich denn dahin? Ich glaube, ich lade das Ding mal neu rein. Dass es dann auch passt. Ja, perfekt. So. Deswegen, ich soll nicht zu viel erwarten oder so. Und ja, man sieht auch, es ist tatsächlich ein ganz klassisches Level, wie man es so von. Tschüss, Pflanze. Kommst du wieder? Nein? Okay, dann sorry ich dafür, dass du wiederkommst. Wie man es auch von Nintendo erwarten könnte. Ist schön, wie sie da einfach im Abgrund verschwindet. So. Und er baut auch wieder an einem eigenen Hack. Ich bin gespannt, ob er mal fertig wird. Bisher sind es immer bei ihm nur so Demos geworden, aber seine Level waren, also mir hat sein Levelstil immer sehr gut gefallen. Und ich merke auch jetzt hier wieder da, dass das einfach auch schönes Leveldesign ist, was er da baut. Und freue mich, wenn du, Nico, deinen Hack mal fertig bekommst und wir mal einen fertigen. Wobei, war ein Jahr nicht fertig? War ein Jahr nicht auch? Bin ich jetzt. Glaube, ein Jahr war sogar mal ein fertiger Hack, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch eine Demo. Keine Ahnung. Alles schon wieder zu lange her. Alles schon wieder zu lange her. Jetzt habe ich einfach die Aufnahme gestartet und weiß die Hälfte nicht mehr. So. Okay, bisher läuft es doch ohne Saves jetzt noch ganz gut. Da verschwindet die Pflanze wieder im Abgrund und ich habe meinen Pilz wieder. Hilfe, das war knapp. Das hätte schief gehen können. Yoshi-Coins sieht man ja, gibt es. Secret Exit gibt es nicht. Monde gibt es auch nicht, habe ich in der. Ah, das ist so ein Busch. Ah, die verschwinden im Busch hinten. Okay, das ist cool. Oha. Das ist cool, das Zeitlimit ist weniger cool. Wie komme ich denn daran? Ich will die haben. Aber ich will auch nicht. Okay. Ich glaube, wir sterben gleich an der Zeit. Okay, ich hab sie. Mal gucken, wie lang das Level noch ist. Oh, das wird jetzt auch wieder interessant. Das passt jetzt nicht. Das muss ich neu reinladen. Geht das so? Ja, das ging. Okay. So, jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Okay. Die kriege ich, die kriege ich, die kriege ich, die kriege ich. Da machen wir einen beherzten Sprung in den Abgrund. Das hat nicht hingehauen. Okay, macht nix. Macht nix. Passt. Ach, wir hatten ja einen Midway. Ja, da, ja, RIP Yoshi Coins. Ich habe ganz vergessen, dass wir einen Midway Point hatten. Ich habe komplett den Midway. Ich habe den gar nicht. Ich habe ihn. Ja, realisiert habe ich ihn schon, aber ich habe ihn nicht so realisiert, dass ich mich daran erinnert habe. Wie man gemerkt hat. Da war einfach der Midway Point. Stimmt. Hilfe! Okay. Und hier war der. Da. Nee. Hier. Genau, hier war diese Yoshi-Coin, an der ich ein bisschen gesessen habe. Ja, die sind mir gleich so geholt, dann hätte ich weniger Zeitstress gehabt. Okay, aber es passt alles. Nein, ist auch ein schönes Level, ne? Es ist jetzt halt.
nicht so. Die anderen zwei Level, die wir gespielt haben, die sind halt so von diesem ganz klassischen Level-Design, sind sie sehr weit abge. Ja, wichen! Und er hat halt so ein ganz klassisches Nach-Rechts-Lauf-Design gemacht. Ganz normal, ne? Da kriege ich hier noch unten ran. Aber auch in dem Fall ist es ein sehr schönes Level gewesen. Ne? Es ist jetzt. Wenn ich es jetzt wieder vergleichen sollte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir sagen, das Level von Sariel und das Level von Nydave zum Beispiel, die hatten halt einen Ablauf eines Levels, der jetzt nicht so klassisch war. Entsprechend vielleicht etwas kreativer. Vielleicht, dass man in der Kreativität hier ein paar Punkte weniger geben könnte. Aber ansonsten ist es doch ein echt schönes Level gewesen. Hatte keine Probleme. Ein schönes, klassisches Level. Ja, also, wie gesagt, höchstens, dass man vielleicht sagt, Kreativität im Sinne von... Oh mein Gott, ich habe die 50. Im Sinne von... verglichen jetzt mit dem Level von Sariel und mit dem von Nydave. Bei Nydave hast du ja so diese Höhle gehabt, dann gehst du nach außen und so. Da war so ein bisschen Abwechslung. Wenn man es jetzt halt wirklich vergleichen will, na, dann war das nicht ganz so kreativ wie die anderen, aber es war ein sehr schönes Level. Also, es wäre das Einzige, was ich als objektiver Bewerter ansetzen könnte. Wo ich sagen würde, da könnte ich vertreten, dass man sagt, die Kreativität war nicht ganz so hoch. Aber ansonsten, sehr schönes Level. Wisst ihr was, das lade ich einfach gleich hoch. Das waren jetzt 7 Minuten. Warum nicht? Lade ich gleich hoch. Ist um 18 Uhr da. Danke fürs Zuschauen. Wenn auch ihr so ein Level habt, was ihr wo ihr sagen wollt, spielt es mal kurz. Schreibt mich an, schickt mir den Link. Ich kann nichts versprechen, ne? Aber wenn es dann so kurz ist wie jetzt, dann kann ich das auch mal fix aufnehmen. Und das, ja, das packe ich jetzt einfach mitten rein. Warum nicht? Danke fürs Zuschauen und tschüss.